Terroristen brauchen Geld. Maschinengewehre, Munition, der Betrieb von Terrorcamps, all das kostet. Und irgendjemand bezahlt dafür. In Europa will man härter gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vorgehen. Mit einer schwarzen Liste. Auf dieser neuen Liste werden 23 Staaten geführt, die zu wenig dagegen unternehmen. Eine kleine diplomatische Sensation, auch Saudi-Arabien und die USA kommen darin vor. Dass die EU-Kommission das saudische Königreich und 4 US-amerikanische Außengebiete in die Liste aufgenommen hat, sorgt jetzt für Ärger. Der größte Erdölexporteur und die größte Militärmacht der Welt leisten massiven Widerstand gegen die EU-Liste. Die schwarze Liste zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung droht sogar zu scheitern. Kann das wirklich sein? Verhindern Saudi-Arabien und die USA einen besseren Schutz der EU vor Terrorismus? Die Europäische Union ist immer wieder Ziel von islamistischen Anschlägen. In Berlin wurde ein LKW gezielt in einen Weihnachtsmarkt gelenkt. In Brüssel sprengten sich am Flughafen und in der Innenstadt Selbstmordattentäter in die Luft. Und in London steuerten Islamisten einen Lieferwagen in eine Menschenmenge. Und das ist nur eine kleine Auswahl an Beispielen. Viele Anschläge können mit erschreckend geringen Mitteln durchgeführt werden. Manchmal reicht ein einzelnes Messer. Aber immer wieder kommt es auch zu komplexeren und professionelleren Angriffen. Insgesamt gab es allein zwischen 2015 und 2018 in der EU 39 islamistische Anschläge, die über 350 Menschen das Leben kosteten. Der Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo 2015 in Paris wurde aus dem Jemen heraus von Al-Qaida finanziert und geplant. Später im selben Jahr gab es in Paris weitere Terroranschläge. An mehreren Orten in der Stadt töteten bewaffnete Islamisten wahllos Menschen, unter anderem mit Sturmgewehren und Handgranaten. Die koordinierte Aktion wurde vorbereitet vom IS in Syrien. Anschläge dieser Art, bei denen die Attentäter ausgebildet und bewaffnet werden, benötigen Planung und nicht zuletzt Geld. Die Europäische Union versucht seit Jahren, Terrorfinanzierung zu erschweren, aktuell mit dieser neuen schwarzen Liste. Saudi-Arabien und die USA stemmen sich dagegen, aber die EU hat gute Gründe, ihre Pläne weiter voranzutreiben. Deutschland ist das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat auch in der deutschen Hauptstadt eine Vertretung. Ich treffe mich mit Reinhard Hönighaus, dem Sprecher der EU-Kommission in Deutschland. Unser Finanzsystem, unsere Kapitalmärkte, unsere Immobilienmärkte sind attraktiv für schmutziges Geld. Und wir müssen eben sehen, dass dieses schmutzige Geld nicht zu uns kommt, weil organisierte Kriminalität und auch Terroristen finanzieren sich vor allen Dingen eben durch Geldwäsche. Wie ist diese Liste zustande gekommen? Wir haben erstmal eine Methodik entwickelt. Wir schauen eben genau darauf, gibt es erstens Gesetze, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unter Strafe stellen? Wird das verfolgt, sanktioniert als Straftat? Da gucken wir genauer hin. Und wir gucken genauer hin, gibt es Transparenz über die tatsächlichen Begünstigten einer Transaktion von irgendwelchen Trusts oder Gesellschaften? Wer steckt dahinter? Wer profitiert von einer Transaktion? Das wollen wir wissen, eben auch von diesen Ländern, die wir hier identifiziert haben. Natürlich haben wir auch jetzt schon scharfe Gesetze, die gelten. Die Banken, Finanzinstitute gucken sich auch heute schon viele Transaktionen an und melden die, wenn sie verdächtig sind. Aber es gibt immer Luft nach oben. Wir können unsere Sicherheit immer noch verbessern und deswegen machen wir das. Es gibt gute Gründe, Saudi-Arabien und Außengebiete der USA in eine schwarze Liste zu Geldwäsche und Terrorfinanzierung aufzunehmen. Ich meine, die Entscheidung wurde ja nicht gewürfelt oder geraten, sondern man orientierte sich bei der Entscheidung an Einschätzungen und Erfahrungen von Europol, dem Europäischen Polizeiamt. Eine grenzüberschreitend ermittelnde Polizeibehörde, die sich den lieben langen Tag mit genau solchen Machenschaften herumschlagen muss. Der Skandal ist nicht, dass die EU-Kommission Saudi-Arabien und diese 4 Außengebiete der USA in diese schwarze Liste aufgenommen hat, sondern dass diese Länder so ein effektives Lobbying betreiben und Drohungen gegen EU-Staaten aussprechen, dass die Liste in Kürze tatsächlich daran scheitern könnte. Die schwarze Liste könnte die EU zumindest ein Stück weit sicherer machen, durch mehr Kontrollen und höhere Sicherheitsstandards. Und es wäre aus meiner Sicht wirklich elementar wichtig, dass die EU-Mitgliedstaaten in so einer Situation enger zusammenhalten, statt sich von Saudis und Amerikanern diktieren zu lassen, bei wem sie so ein bisschen genauer hinschauen dürfen und vor allem bei wem nicht.